Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. In Pasing, genauer gesagt bei den aktiven Zentren Pasing, weht seit knapp 4 Monaten ein frischer Wind. Seit 1. Oktober 2017 ist dort Katrin Englert für das Stadtteilmanagement zuständig. Beschäftigt bei der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung MbH, kurz MGS, entwickelt sie Konzepte und Projekte zur Stärkung des gewachsenen Zentrums und fördert die Zusammenarbeit lokaler Akteure. Sie ist in Untermenzing aufgewachsen und kennt sich daher auch in Pasing bestens aus. Sie geht gern in die Pasinger Fabrik und kauft gerne auf dem Pasinger Fiktualienmarkt ein. Katrin Englert ist die neue Stadtteilmanagerin der MGS in den aktiven Zentren Pasing. Vor 4 Monaten hat die gebürtige Münchnerin ihren neuen Job angefangen. Kaum ein Tag vergeht, an dem Katrin Englert nicht im gewachsenen Zentrum Pasings unterwegs ist. Besonders am Herzen liegt der neuen Stadtteilmanagerin der Einzelhandel. Zum einen möchte ich natürlich den Einzelhandel stärken und den Pasingern überhaupt mal aufzeigen, was für Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Pasing. Dazu wird in diesem Jahr ein Shoppingflyer herausgegeben werden, der dann kostenlos auslegen wird, sodass eben die Pasinger Kunden sich informieren können, was für Möglichkeiten sie hier haben. Des Weiteren haben wir uns überlegt, gemeinsam mit dem Bezirksausschuss fraktionsübergreifend einfach ausgewählte Geschäfte zu unterschiedlichen Terminen im Pasing zu besuchen. Da haben wir dann die Möglichkeit, das ist eine einmalige Chance, dass wir eben außergewöhnliche Geschäftsmodelle vorstellen, neue Unternehmer einfach in Pasing willkommen heißen, dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, sich mal 1:1 mit der Lokalpolitik auszutauschen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man die Leute einfach zusammenbringt. Und das versucht Katrin Englert auch mit der Qualitätsinitiative Pasing zu erreichen. Das heißt, es wird eine offene Gruppe sein. Wir werden uns schon im Februar das erste Mal treffen. Da gehen jetzt die Einladungen raus. Und wir werden da die 2 Säulen, die ich mir überlegt habe, eben besprechen. Zum einen soll es darum gehen, Marketingmaßnahmen umzusetzen, die speziell deren Kundschaft ansprechen. Letztendlich möchte ich aber gemeinsam mit den Einzelhändlern die Projekte erarbeiten. Also ich möchte die denen nicht vorsetzen, sondern die wissen sehr gut, was sie brauchen und dass wir einfach gemeinsam Aktionen auch über den Verfügungsfonds eben finanzieren können und somit auch ein bisschen finanziell unterstützen können. Und die andere Säule ist dann letztendlich Weiterbildungs- und Schulungsprogramm. Da haben wir uns überlegt, dass wir mit der Qualitätsinitiative uns wirklich interessante, spannende Themen für Pasing überlegen. Das kann zum Beispiel Kundenbindung sein, es könnte sein Digitalisierung, wie nutze ich Social Media, um mich selbst zu vermarkten. Ein Vorhaben, das vom Einzelhandel begrüßt wird. Also ich bin der Meinung, dass die Einzelhändler hier in Pasing mit dem gehobenen Einzelhandel Unterstützung brauchen und Ideen auch brauchen, schöne Events zu gestalten. Und wenn wir das alle gemeinsam machen würden, würde eben einfach ein großes Potenzial an Menschen auch hierher kommen und Pasing wieder neu entdecken. Stadtteilladen Pasing, Englert, grüß Gott. Rund 200 Geschäfte gibt es aktuell im Zentrum Pasing. Es gibt aber noch Platz für eine Ausweitung des Serviceangebots. Und man will für Kunden aus ganz München ein Anziehungspunkt sein. Das ist natürlich das Wichtige. Wir wollen ja nicht nur einen kleinen Kreis stärken, sondern wir wollen ja alle Pasinger mit ins Boot holen und den Standort Pasing einfach langfristig verbessern und aufwerten. Pasing aktiv und attraktiv. Das Ziel ist ein gesunder Branchenmix zwischen Pasing Bahnhof und Pasinger Marienplatz.